Medikamentenlager oder so. Außerdem kannst du total froh sein. Niklas und ich bekommen heute unsere ersten Pärchen fürs Kinderwunschzentrum und ich kann ihn nicht in irgendein Lager schicken. Lass uns einen Pakt schließen. Was für einen Pakt? Finger weg von Dr. Schweigser. Finger weg von Dr. Perfect. Morgen. Frau Berger, geht los. Komm mal. Besprechung zu IVF mit den Jansens. Mhm. Hast du Lust, das zu leiten? Dann guck nicht so, das Kinderwunschzentrum ist unser Baby. Ja, aber soll ich wirklich schon am ersten Tag Patienten übernehmen? Na klar, du kriegst es hin. Irgendwas, was du mir erzählen möchtest? Nein. Sie ist jetzt weg und wir werden sie nie wiedersehen. So. Ja. Leiten Sie bitte alles nur Baby. Ich kann. Jetzt komm mal raus mit der Sprache. Außer Herr Zornig hat jeder die Spannung im Raum gespürt. Alina und ich waren in einer Klasse. Und sie war die absolute Überfliegerin. Intelligent, witzig, super gut aussehend. Und sowas wie deine Konkurrentin? Sie hatte makellose Zähne, während ich eine Zahnspange getragen habe. Und sie hat sich zufällig genau immer den Typen geangelt, in den ich verknallt war. Bist du neidisch? Nein. Du hast doch gar keinen Grund dazu. Guck mal in den Spiegel. Darum geht's doch gar nicht. Warum dann? Alina macht immer den perfekten Eindruck. Aber da ist nichts dahinter. Die Frau ist eine Fassade. Und jetzt hat sie auch noch so einen super fetten, super Juristenjob. Und wahrscheinlich wartet zu Hause so ein super gut aussehender Supertyp. Und der macht ihr jetzt super viele super Babys. Die Schwangerschaftstest war negativ. Niklas fand das gerade alles einfach nur unfassbar witzig. Ja, der versteht es nicht, der ist ein Mann. Und was für einer? Frau Berger? Finger weg von Dr. Perfect. So war das überhaupt nicht gemeint. Ich meinte, dass er wahrscheinlich Klassenbester war und gleichzeitig noch Kapitän der Handballmannschaft oder so. Und mit seinen blauen Augen zahllose Blondinen abgeschleppt hat. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Noch 24 Stunden und einmal ran können und der Spuk ist. Das gibt's nicht. Was ist los? Hier die Unterlagen von Alina Gräsers Hausarzt. Guck dir das mal an. Zyklusmessung, Hormontherapien, zweimal IVF. Ja, Alina versucht seit 2 Jahren ein Kind zu kriegen und tut jetzt trotzdem so, als sei der negative Schwangerschaftstest nur eine Kleinigkeit. Mhm. Leider keine unübliche Reaktion vom Betroffenen. Eben hat sie geweint. Ich hab's gesehen, kurz nachdem wir raus sind. Die Situation belastet sie. Ich denke, das nachvollziehbar. Du weißt, was du tun musst? Das sagst du nur, damit du selber Freibahn beim Ahren hast. Nein! Ja! Ich vergrößere auf die Hypophysen. Gehen sie mal mehr Richtung Vorderlappen. Mhm, schon dabei. Da. Was denn? Ein Prolaktinom. Mhm. Da siehst du es nicht, ja. Alles klar. Ein Prolaktinom. Gut, ich sag's Alina. Ja. Ich gehe dann. Ist er das? Alina Gräsers Mann. Sorry, ich hab's verbockt. Die Patientin hat eine Diagnose, ihr Mann wartet auf sie, du hast ein Trauma bewältigt. Wer hat was verbockt? Naja, ich konnte sie nicht von einem Termin im Kinderwunschzentrum überzeugen. Und sie will nur die Medikamente nehmen und glaubt, dass es reicht. Hör darauf, dich zu entschuldigen. Ich dachte wirklich, ich wäre zu ihr durchgedrungen. Vielleicht bist du das auch. Alina. Na, Julia, wie sehe ich aus? Wunderschön. Du hast recht. Er muss mich nehmen, wie ich bin und alle anderen auch. Danke. Sehr gerne. Aber wenn er Schluss macht, bist du schuld. Und wenn nicht, dann sehen wir uns in ein paar Wochen im Kinderwunschzentrum. Abgemacht. Auf Wiedersehen.
Wie warst denn du eigentlich in der Schule? Fiese Pickel. Kein Stimmbruch bis zum Abi-Vorsitzender der Schach AG. Wird's mich gar nicht wahrgenommen. Doch, hätte ich. Es war zwar nicht leicht, aber ich habe es übrigens erfolgreich geschafft, mich fernzuhalten von Dr. Perfect.